Der Marco-Baum hat uns wieder was zu sagen und diesmal erklärt er uns... Danke, Tom. Auch ich spüre die helle Sonne. Ich träumte vom Wasserfall am Berg nördlich der versunkenen Stadt. Eventuell ist die nächste Essenz dort in der Nähe. Und das Känguru wartet auf uns, als wäre nichts gewesen. Na komm, Ricky. So ist er doch, glaube ich, oder? Wo ist die versunkene Stadt? Holodron-Ebene. Boxus Boxbude. Wintergehölz. Wintergehölz. Ah ja, wir haben jetzt ja jetzt die Feder, ne? Kommen wir da denn irgendwo hoch? Nein. Fehlanzeige. Ah ja, aber da kommen wir hoch. Dann gehen wir jetzt zur versunkenen Stadt. Endlich mal wieder die schöne Musik. Ja, ihr könnt mich alle mal so. Immer schön alles mitnehmen, was man so bekommt. Was steht denn hier Tolles? Wir führen Schatzkarten. Horror-Shop. Ja, da kommt man nicht weiter. Habe ich dazu Lust? Naja, machen wir mal. Vielleicht hat sie einen Trank dabei. Nein, hat sie nicht. Das kennen wir alle schon. Und ein Bumerang, bitte schön. Das merke ich mir. Gut, dann haben wir ein bisschen mehr. Schaue ich dann doch mal auf die Karte. Knauwurzelhöhle. Gehen wir mal nach unten einfach. Moin. Vielleicht finden wir unterwegs auch ein paar Herzen, um unsere Energie aufzufüllen. Hat die eigentlich alles, was sie wollte? Okay. Das war eine doofe Idee. Das weiß ich auch. Ja. Ja. Sag ich gerade, komm von oben. Gut, ich überlege gerade noch, wir müssen jetzt hier nach rechts. Hier können wir das Känguru nicht mitnehmen. Was wir aber vielleicht können, ist hierhin. Dazu müssen wir die Ranken wachsen lassen. Und dazu wiederum brauchen wir einen Baumstumpf. Das heißt, wir suchen einen Baumstumpf, der auf dieses Gebiet hier wirkt. Schau mal da unten und rechts. Es wäre sehr schön, wenn da in nächster Nähe ein wäre. Einer wäre. Die schlage ich nicht mit Grün. Ich weiß gar nicht, wie man sich gegen die effektiv verteidigt. Verreck doch einfach. Danke. Dann hüpfen wir halt einfach hier hoch. Komm. Das andere kriegen wir schon noch irgendwann. So. Danke, da bist du ja. So. Weiß gar nicht, wie wir den brauchen. Ich weiß nicht, ob der Raubschleim uns irgendwie was macht, aber ich habe auch keine Lust, es rauszufinden. Ja,
Jedenfalls können uns diese Elektroviecher da nichts mehr machen. Ja, du bist ein gutes Känguru. Ja, aber da kommen wir leider nicht weiter. Also geht's nach unten, das müssen wir jetzt. Gut, dann heißt es hier einfach wandern oder was? Ganz locker. Locker, leicht und schön. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Aber. Naja, ich glaube, ich weiß sogar einigermaßen noch, wie es jetzt weitergeht. Ich schau erst. Na, sammeln die ein, danke. So, dann schauen wir mal in die Höhle hier. Du Taube, Taube, los. Das wäre ein tolles Lied. Auf jeden Fall. Endlich ein Mensch, der auf meiner Wellenlänge ist. Ich dein Beutel füllen. Du Taube, Taube, los. Ja. Ja, gut. In dem Spiel ist es alles praktische, dass man, wenn man einfach immer Ja und Amen zu allem sagt, dass man durchkommt. Das ist schon irgendwie politisch, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Naja. Ich möchte gern zum Känguru. So. Sind wir hier überhaupt richtig? Ja, sieht gut aus. Wir sollen ja in die versunkene Stadt, wenn ich mich richtig entsinne. Du, genau du, du Knips, ist das Reich des großen Moblins. Wenn du heil davonkommen willst, zahle mir Tribut. Oder zahle der Zoll, gesagt. Ich weiß es gar nicht. Ah ja, da kommen wir irgendwie gar nicht hin. Ah, du bist zurück, feuerfrei. Ja, du mich auch. Pfui, das riecht wie Medizin, das halte ich nicht aus. Bis dann. Okay. Das ist dann wohl die versunkene Stadt. Mein Papa ist ein Meisterschwimmer. Er hat eine geheime Tauchstelle, aber er verrät sie mir nicht. Doofer Papi. Was hast du uns denn zu sagen? Die ganze Stadt ist überflutet. Ich kann nicht schwimmen, daher stehe ich hier und mache Seifenblasen. Ist auch eine Beschäftigung. Was ist mit dir? Mein Mann war einst ein Meisterschwimmer. Nun ist er alt, er hat seine Tauchausrüstung versteckt und ist verschwunden. Klasse. Was ist gibt's hier Schönes? Da ist ein netter Mann. Es heißt in den Legenden, ein Art Schatzschlummer am Gipfel, ein Traum aus Kindertagen. Ich denke ständig daran, es raubt mir den Schlaf. So, hier Vorsicht. Was haben wir hier Schönes? Gar nichts. Dieses Haus ist einfach verlassen. Pegasus-Kerne? Ne, Sturmkerne. Ihr Wind bringt dich an einen anderen Ort. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Ja, wir können aber hier wohl kaum umsonst hergekommen sein. Es wäre ja Quatsch. Wir sollten ja hierher. Ha! Da sind wir doch. Ha! Ich habe etwas Seltsames gefunden. Ein Monster, das an die Stadt angreifen wollte. Genau, jawohl. Wir beschützen die Stadt. Ha, nimm dies. Wir sind die Stadtwehr. Wir beschützen die Stadt. Wir beschützen unsere Stadt, aber uns fehlen Waffen dazu. Hast du etwa Bomben? Nö. Steht es um Sicherheit der Stadt? Na gut, dann habe ich halt Bomben. Nun gibt's nichts mehr zu befürchten. Wir patrouillieren. Ho! Achso, ich dachte, die tun ihm jetzt was mit den Bomben. Du hast mich gerettet, ich bin Dimitri. Was, du kannst nicht schwimmen? Ich schon sogar Wasserfälle hinauf. Du hast mir geholfen? Nun helfe ich dir dafür. Setz dich auf mich. Drücke A, damit ich zuschnappe. Ich bin außerdem ein toller Schwimmer, sogar Wasserfälle hinauf. Mit einem Kraftarmband kannst du mich auch tragen. Woher der weiß, dass ich Kraftarmbänden, ein Kraftarmband besitze? Ein Kraftarmbänder?
Siehst du an, welche Wasserfälle hinaufschwimmen? Ja, man muss gedrückt halten. Das Minimum.